Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Wer alles will, muss viel von sich geben, sang einst Udo Jürgens. Herzlich willkommen zum Einzel. Schlägt der zuletzt sechsmal geschlagene Martin Fourcade heute zurück. Mit der Startnummer 1 geht er gleich ins Rennen. Er wird also vorlegen. Simon Schemp kommt dann etwas später mit der Nummer 19. Einer fehlt. Drei fehlen insgesamt, aber einer fehlt, der sehr, sehr wichtig ist. Emil Hägle-Svensson, der Sieger des ersten Einzels. Er hat krankheitsbedingt heute Vormittag abgesagt. Also ein großer Konkurrent weniger für ihn hier, für Martin Fourcade, auch für Simon Schemp und einige andere Favoriten, die ich Ihnen in den nächsten Minuten noch etwas näher bringen werde. Er hier, Johannes Bø aus Norwegen, ja, gehört vielleicht nicht unbedingt dazu. Dafür ist er als Schütze nicht sicher genug. Jaroslav Soukup aus Tschechien, der hat 2012 bei der WM in Ruppolding Bronze gewonnen auf dieser Strecke. 18. Vorsprung damals vor Andy Birnbacher. Ganz ärgerliche Niederlage für den Deutschen. Und der Tscheche... Oder die tschechischen Männer insgesamt waren ja so ein bisschen enttäuscht nach dem Heimweltcup in der vergangenen Woche in Nové Město. Auch für Andrej Moravec lief es dort nicht so gut. Jetzt vielleicht ein wenig den Druck raus. Können sie etwas anbieten. Benjamin Weger, 25 Jahre aus der Schweiz. Sein bestes Ergebnis war ein zweiter Platz in einem Einzel auf der Pokljuka im Dezember 2010. Auch schon eine ganze Weile her. Also das sind all die, die zum erweiterten Favoritenkreis gehören, die Sie bis jetzt gesehen haben. Auch Jewgeni Garanichev, Bronzemedaillengewinner auf dieser Strecke vor genau einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Als ja Erik Lesser die Silbermedaille gewinnen konnte. Lesser sehen wir später mit der 48. Sechs Deutsche ja insgesamt am Start. Und natürlich Lesser als ein exzellenter Schütze gehört heute zu den Favoriten. Da haben wir Anton Schipulin gesehen, den dritten im Gesamtweltcup, aber kein Freund des Einzels. Jean-Guillaume Beatrix aus Frankreich in der vergangenen Woche in Nové Město. Das erste Mal in dieser Saison auf dem Podium, er war Dritter im Sprint. Das ist Andrejs Rastogujevs aus Lettland, der noch nicht auf dem Podium war in seiner Karriere. Aber es ist im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit. Er tastet sich immer näher ran, regelmäßig in den Top Ten. Vergangene Woche hat er ausgesetzt in Nové Město. Das lassen ja einige die letzte oder vorletzte Station vor den Weltmeisterschaften aus. Wegen der Vorbereitung in dieser Woche fehlt hier ein ganz prominenter Ole Einar Bjørndalen. Der macht noch einmal ein Höhentrainingslager in den Alpen, lässt den Heimweltcup aus. Bjørndalen, der schon siebenmal gewonnen hat auf dem Holmenkollen, öfter nur ein Deutscher, Sven Fischer, der heimliche König des Holmenkollens. Der hat hier 9 Siege einfahren können. Ja, da sehen wir Simon Schemp im Aufwärmbereich mit Andy Birnbacher. Birnbacher mit der 14 gleich erster Deutscher, mit der 17 Dan Böhm und mit der 19 Simon Schemp. Ja, und da ein Deutscher und ein Belgier, Michael Rösch, der ja seit dieser Saison für Belgien startet, der Altenberger. Quentin Fillon-Maillet aus Frankreich, der in dieser Saison das bestätigt, was die Trainer zu Beginn der Saison bereits gesagt hatten. Der hat eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Wir warten eine große Saison von ihm. 22 Jahre alt ist der erst und war ja Zweiter bei diesem Fotofinish, was wir eben im Vorbericht vor dem Rennen noch kurz gesehen hatten, als Simon Schemp gewinnen konnte. Das war das Massenstartrennen in Ruppolding Mitte Januar. Fredrik Lindström hatte auch eine sehr gute Vorbereitung, aber erst dreimal in die Top 10 in dieser Saison. Ein sehr guter Schütze, der Schwede. Auch ihn sehe ich heute weit vorn. Die Bedingungen sind am Schießstand hervorragend. Auf der Strecke ist es sehr weich, es ist warm, es sind +2 Grad. Tief,
vielleicht ein Vorteil für die vorne Startenden mit den niedrigen Nummern. Andererseits ist es jetzt schon tief zu Beginn des Rennens. Also die Bedingungen sind jetzt schon an vielen Stellen der Strecke eher schlecht. Es ist sehr mehlig, der Schnee bindet überhaupt nicht mehr. Sie sehen es da schon, selbst in diesen Flachstücken. In den Anstiegen wurde eben zwischen dem Frauenrennen und dem Männerrennen jetzt noch ein wenig von Helfern versucht, da Schnee rauszuschieben. Berge von Schnee türmten sich dann neben den Strecken und trotzdem ist es da schon wieder tief. Das ist noch einmal der angesprochene Russe Schipulin. Aber am Schießstand, da sind die Bedingungen perfekt. Und wir haben es eben bei den Frauen gesehen. Viele haben null geschossen, also sind viermal fehlerfrei geblieben. Und ich denke, das muss der Schlüssel sein heute, auch für die deutschen Athleten. Sauber arbeiten am Schießstand. Wenn du heute nicht die Null bringst, dann wirst du vermutlich dieses Rennen nicht gewinnen können. Ted Almgren aus Schweden, 26 Jahre alt, aber er jetzt einer, der mit dem Ausgang des Rennens im Spitzenbereich nichts zu tun haben wird. Andreas Birnbacher, hier in Oslo hat er 2011 sein erstes Weltcuprennen gewonnen. Und das ist Timofey Lapshin aus Russland. So, das einmal ein Blick hinaus auf die Strecke. Martin Fourcade, die Nummer 1, noch in Gelb. 6 Punkte trennen ihn von Simon Schemp. Das heißt, Schemp muss mindestens 2 Plätze besser ins Ziel hineinlaufen als Martin Fourcade. Je nachdem, wenn sie beide nicht ganz vorne landen, dann sind es sogar 4, 5, 6 oder 7 Plätze. Wir rechnen natürlich parallel für sie mit, wenn die beiden im Ziel sind. Und Andy Birnbacher ist gestartet, der erste von 6 Deutschen. Später dann ja noch nicht erwähnt bis jetzt, mit der 74 Arndt Peiffer und dann mit der 91 relativ spät Benedikt Doll. 98 Starter insgesamt, das ist Daniel Böhm. Das ist der Anstieg hinten bei der ersten Zwischenzeit. 8,3 Sekunden langsamer als Fourcade. Jaroslav Sukup. Anton Schipulin ist unterwegs. Der in seiner Seniorenkarriere erst einmal in einem Einzel in die Top 10 gelaufen ist. 2012, da war er 9. in Östersund. Ganz oft lässt er den Einzel auch aus. Mega gute Angangszeit, nur 2 Sekunden langsamer als Fourcade. Jakob Fack hat gestern gesagt, ich fühle mich müde, ich fühle mich platt, ich fühle mich leer. Da hat sein Trainer Uro Schwellefetz gesagt, das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Immer wenn der Jakob Fack sagt, er ist müde, dann ist er danach gut in Form. Letzte Woche in Nove Mesto überragend in Form mit 2 ersten Plätzen. 4. im Gesamtweltcup jetzt Jakob Fack, der Slowene. Granicev nur 2 Sekunden hinter Fourcade dort. Ja, Daniel Böhm, wie die anderen, Sonntagabend aus Novo Mesto zurückgefahren nach Hause, in seinem Fall nach Oberhof. Und dann ging es Dienstag früh um 8 mit dem Flieger aus München hierher nach Oslo. Wenigstens mal einen Tag zu Hause verbringen, aber im Prinzip haben sie alle gesagt, ja, ein bisschen Wäsche waschen, Tasche auspacken, Tasche einpacken, schlafen. Und dann in aller Herrgottsfrüh nach München zum Flughafen. Daniel Böhm ist sogar schon am Montagabend nach München gefahren, hat dort im Hotel übernachtet, weil er nicht so früh aufstehen wollte wie die anderen. Jetzt kommt Rastorgujev zur Zwischenzeit. Da schauen Sie hinten jetzt der Blick hinunter nach Oslo, oberhalb von Oslo, ja hier der Holmenkollen gelegen, der Fjord. Ein toller Blick für den Andres Rastorgujev genauso wenig einen Blick haben dürfte wie Simon Schemp. Er ist gut drauf. Er war
in den letzten 6 Rennen immer Erster oder Zweiter. Und sein großer Rivale in der Gesamtwertung, Martin Fourcade, ist jetzt beim ersten Schießen. Es wird ja im Einzel 4-mal geschossen, in der Reihenfolge liegend, stehend. Und es gibt keine Strafrunden, sondern Strafminuten. Martin Fourcade korrigiert etwas. Die Visiereinstellung geht von einer leicht veränderten Windsituation aus im Vergleich zum Anschießen vor dem Rennen. Ja, nutzt die hervorragenden Bedingungen zu einem fehlerfreien Schießen. Martin Fourcade schießt in dieser Saison so gut wie noch nie. In der Vergangenheit kam er ja oft übers Laufen, aber wegen einer Erkrankung, pfeifersches Drüsenfieber, konnte er im vergangenen Jahr nicht so viel trainieren wie sonst, nicht so viel laufen trainieren, hat dadurch mehr geschossen und schießt einen 90% Trefferschnitt. Lindström jetzt sogar schneller in der Angangszeit. Und da ist Sukup als Zweiter beim ersten Schießen. Ja, bleibt auch fehlerfrei. Also wie schon angedeutet, heute bei diesen Bedingungen am Schießstand, da darf man sich keine Blöße geben. Vega bleibt fehlerfrei. Sie sehen es, wenn Sie regelmäßig schauen. Deutlich langsamer wird geschossen als im Sprint. Denn die Sanktion, diese Strafminute hier, die kostet natürlich richtig. Die tut richtig weh. Das war bei Vega eben deutlich zu sehen, wie viel Zeit er sich zwischen den Schuss gelassen hat. Ja, die ersten 4 sind durch und noch nicht ein einziger Schuss ist daneben gegangen. Neben die jeweils 4,5 cm große Trefferfläche. Garanchev sogar schneller als Fourcade. Wer macht den ersten Fehler des Tages? Beatrix. Und jetzt sehen Sie es, die Zeit, die Minute wird sofort draufgerechnet. Bei ihm sprang es jetzt eben von 9,49 auf 10,49. Also so können Sie immer den Überblick behalten. Gujevs, der 26-jährige Lette. Ja, auch hier ein sehr langsamer, ein sehr konzentrierter Rhythmus. Die Trainer eben auch beim Anschießen noch mal darauf hingewiesen. Auch er bleibt fehlerfrei. Konzentriert euch da wirklich bis zum letzten Schuss. Werdet da bloß nicht hektisch im Sprint, wo es um Sekunden geht. Auch in den Mann-gegen-Mann-Rennen, wenn man spürt, neben einem die anderen, die laufen weg. Da muss man manchmal sogar ein bisschen Gas geben. Da muss man auch die anderen unter Druck setzen. Birnbacher 13,5 Sekunden zurück an der ersten Zwischenzeit. Aber in einem Einzel, da heißt es wirklich, bei jedem der 20 Schuss die Patrone förmlich hineinzutragen, in diese kleinen, in diesem Fall oben eingeblendet, in den inneren schwarzen Ring zu setzen. Ja, die nächste Null für Omaye. Und auch er, was die Zeit angeht, im Bereich von Garanichev, Fourcade und Fiomaye 0,3 Sekunden, also 0,3 Zehntel langsamer als Fourcade. Fuck, 5,3 Sekunden schneller vorn, Bestzeit für ihn. Lindström hat 0 geschossen, der war ja sogar ein bisschen schneller an der Zwischenzeit. Strauchler, passiert aber nichts mit den Stöcken. Er läuft wie auch Björndal mit den gebogenen Stöcken. Hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt im Feld. Und 4,4 Sekunden vorn, Fredrik Lindström. Aber auch die Zeiten
sind nicht wie im Sprint ein solcher Maßstab. Natürlich ein Anhaltspunkt, aber auch die Renneinteilung ist eben sehr entscheidend. Insgesamt ja 20 Kilometer werden gelaufen. Und Michael Rösch ist unterwegs, der von sich selber sagt, naja, so ganz zufrieden mit dem, was gelaufen ist in dieser Saison, bin ich noch nicht. Ich hatte mir schon ein bisschen mehr erhofft. 67. ist er im Gesamtweltcup. Ein 32. Platz in Oberhof war das beste Ergebnis, was er zünden konnte. Alexander Uhs direkt hinter ihm, der ja mit Michael Rösch und Lars Berger zusammen trainiert, die sozusagen aussortierten von ihren Länderverbänden im Team Fischabfall, wie sie sich nennen. Uhs profitiert vom Verzicht von Ula einer Björndalen, dadurch er wieder reingerutscht hier in die Weltcup-Mannschaft. Simon Schemp 7,1 Sekunden hinter Fack, 2 Sekunden vor Furkart an dieser Zwischenzeit. Johannes Tignes-Bö hat schon 2 Rennen gewonnen in dieser Saison, aber liegend, stehend, da ist er ein Wackelkandidat. Wir sehen, ob er durch so ein Einzel mal heile durchkommt. Timofey Latschin. Ja, der schießt aber relativ zügig. Trotzdem erfolgreich. Kann man natürlich auch mal so machen. Hat er sicherlich mindestens 10 Sekunden gespart im Vergleich zum Beispiel zu Vega, den wir vorhin gesehen haben. Und der Russe geht hier auch in Führung. Schneller sogar auch als Lindström. So, jetzt Andi Birnbacher. 15. im Gesamtweltcup. Sagt, das ist für mich das Hauptziel, diesen 15. Platz zu halten. Denn die ersten 15 im Gesamtweltcup, die sind beim Massenstart bei der WM auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Guter Einstieg für ihn im Wettkampf. Rechts Bundestrainer Marc Kirchner, da Schipulin. Ja, und dafür, dass er den Einzel eigentlich hasst und hier nur mitmacht, weil er im Gesamtweltcup so gut platziert ist, hat er das hervorragend gemacht. Fuck. Der Mann, der auf der ersten Runde der Schnellste war. Ja, wird jetzt auch nach dem ersten Schießen die Führung übernehmen. Das ist der Trainer, das ist Urus Velepec, der eben sagte, naja, wenn Jakov am Tag davor sagt, ich bin müde, dann ist das eigentlich das Beste, was uns passieren kann. 8,7 Sekunden sein Vorsprung. Also bis hierhin hat Velepec mit seiner Prognose recht behalten. Daniel Böhm beim ersten Schießen. Bestes Ergebnis seiner Karriere, ein 2. Platz in dieser Disziplin im Einzel 2009 im März in Vancouver, schon ganz schön lange her. Exzellenter Liegenschütze, schießt liegend so gut wie nie daneben. Beschrei ich's? Nein, ich beschrei es nicht. Stehend tut er sich ein bisschen schwerer, ist aber auch stehend. Ein Top-Schütze, 82%. Naja, was ist jetzt passiert? Jetzt hat sich der Tragegurt irgendwie verheddert. Seri Semenov. Beim Auftakt Einzel in Östersund. 2. Hinter Emil Hägle-Svensson, der heute ja fehlt. Und jetzt ist Simon Schemp da. Ganz vorne auf der 1. Auf der Bahn, auf der die Deutschen auch angeschossen haben. Schießt er seine ersten 5 Schuss. Jawohl, auch Simon Schemp geht hier ohne Schießfehler raus. Es sind bis jetzt 17 Athleten durch beim ersten Schießen und insgesamt erst 4 Fehler geschossen worden. Also 15 sind durch ohne Schießfehler. Beatrix und Armgren haben je einen Fehler geschossen und Windisch 2. Also ein derart stabiles Schießen.
Schemp auf 5, 17 Sekunden Rückstand, aber vor Furkart, der ist 4 Sekunden hinter ihm auf Platz 7 aktuell nach dem ersten Schießen und kommt jetzt zum zweiten Schießen. Stehend Anschlag schießt Martin Foucault statistisch in dieser Saison sogar noch stärker als im liegend Anschlag. 89% Trefferleistung liegend, 91% stehend. Absoluter Höchstwert. Manchmal stimmen die Statistiken. Siegfried Mazé, sein Trainer, Martin Foucault. Ein kleines Handicap hat er. Sein Skitechniker hat sich hier vor 3 Tagen das Bein gebrochen, ist auf eine Eisplatte ausgerutscht. Christian Favre. Und nun hat die Skifirma geholfen, ihm die Ski zu präparieren. Aber das ist natürlich dann auch zumindest für den Kopf möglicherweise nicht so ideal, wenn du eben nicht mit dem Mann die Ski testest in der Phase vor dem Rennen, wie du es sonst machst. Erik Lesser haben wir kurz gesehen, noch in der Wettkampfvorbereitung. Und jetzt 2 Tschechen parallel dabei. Morawetz und Sukup, 2, bei denen es letzte Woche nicht so gut lief. Andrej Morawetz jetzt fehlerfrei. Und auch Sukup bleibt erneut fehlerfrei. Da ist schon Vegas. Sukup hat ganz schön Zeit verloren auf der 2. Runde. Auf Foucault und auch gegen Vega. Tja, top. Die ersten 3 nach 2 Schießen. Fehlerfrei geblieben. Johannes Bö mit einer neuen Bestzeit vorn. Und auch Garanicev, auch der 4. Also es ist ja wirklich stark, wie heute geschossen wird. 4 Leute sind nach dem 2. Schießen durch und alle 4 bis jetzt fehlerfrei. Foucault vorn, 2 Sekunden vor Garanicev. Vega auf 3, Sukup auf 4. Foucault und Garanicev aber nur 2,6 Sekunden auseinander. Pastor Gujevs war nach dem ersten Schießen 33 Sekunden hinter der Spitze. Und da Jakob Fack, dem dort aktuell Führenden. Aber nur 12 Sekunden hinter Martin Foucault, dem jetzt Führenden nach dem 2. Schießen. Noch er. Schießt nicht daneben. Einen Fehler hat es inzwischen gegeben. Unbeachtet von den Kameras. Beatrix, der Franzose. Ja, Rastogujevs ordnet sich auf 3 ein. Jetzt 23 Sekunden hinter Martin Foucault. Und das ist Andi Birnbacher. Der schon auf der 2. Runde 31 Sekunden sein Rückstand an dieser Stelle auf Schipulin. Hat da verloren, war nach dem Schießen nur 19 Sekunden hinter Schipulin. Jetzt ist Erik Lesser unterwegs, der Silber-Erik von Sochi. 2-mal Silber hat er mitgebracht, mit der Staffel natürlich, aber eben auch auf dieser 20-Kilometer-Distanz. Lindström, 4. nach dem ersten Schießen und oben Michael Rösch. Thank you.
Ja, beide synchron und fehlerlos. Frederik Lindström bleibt also vorne dran. Und bei Michael Rösch müssen wir gleich mal schauen, wenn er rausgeht nach dem ersten Schießen, ja, wie es ihm heute auf der Strecke geht. Lindström Dritter, nur 4 Sekunden hinter Foucault. Und Rösch geht als Sechster raus, 17 Sekunden hinter Jakob Fack, zeitgleich mit Simon Schemp. Also zumindest die erste Runde lief soweit sehr gut für Michael Rösch aus Altenberg, für Belgien ja startend, wie schon eben erwähnt. Johannes Tinius Bö, schneller Mann, sein Bruder auch nicht dabei in dieser Woche, Tarje Bö, wegen einer Krankheit. Gab es am Dienstag im Krankenhaus hier eine Untersuchung. Und dann haben die Ärzte beschlossen, wir lassen ihn diese Woche nochmal raus. Er soll das alles auskurieren, ist aber trotzdem hier und schaut sich auch das Rennen jetzt hier an im Stadion. Ja, und sein Bruder macht das sehr gut. Hatte ja in der Zwischenzeit noch die Bestzeit übernommen, hat ein wenig Zeit jetzt verloren Richtung Fack, aber nur 7 Sekunden dahinter. Aber wie gesagt, Johannes Bö, seine Wackeldisziplin ist der stehende Anschlag. Da muss er auch noch zweimal durch. Simon Schemp, 17 Sekunden hinter Fack, waren es auch nach dem Schießen. Also jetzt auf dieser zweiten Runde ist er gut unterwegs. Er ist in Topform, er ist ja schon immer ein exzellenter Schütze gewesen, aber jetzt ist er gereift zu einem kompletten Athleten und die Erfolge der letzten Woche haben ihm auch dieses Selbstvertrauen gegeben, diesen Mut, dann auch mal einen Martin Foucault abzukochen, wie in Novomiesto geschehen am letzten Sonntag. Jetzt aber erstmal der Blick auf Timofej Lapschin. Ja, da hat er dann doch wieder so schnell geschossen wie auch beim ersten Mal und den letzten so ein bisschen verdaddelt. Nicht nachgehalten, kein gutes Schießen. Lapschin war, bis er 20 war, Langläufer. Dann hat er zur Belohnung für einen Langlauftitel ein Biathlon-Training gewonnen und dann ist er gewechselt. Schipulin jetzt sein zweites Schießen. Nach dem ersten Schießen auf Position 3 liegend. Ja, schnell und fehlerlos, Anton Schipulin. Und dahinter sortiert sich Fack schon ein. Und an die Birnbacher hat eine Strafminute geschossen, geht als Elfter raus. Da sehen wir es auch im Bild. Schipulin jetzt führend und Jakob Fack schießt. Hat aber einen Fehler geschossen. Fack also mit einem Fehler jetzt belastet nach dem ersten Schießen. Und Anton Schipulin, der Einzelhasser, führt hier nach Hälfte dieses Wettkampfs. So, Jakob Fack jetzt nach dem zweiten Schießen, also Neunter mit diesem einen Fehler. Jetzt dann doch eben werden Fehler geschossen, wo der Druck dann möglicherweise auch ein bisschen größer wird, wo die Hektik ein bisschen größer ist im Rennen, wo mehr los ist, wo parallel links und rechts geschossen wird. Ein bisschen mehr Unruhe und eben folgerichtig viele Fehler. Daniel Böhm hat 7-mal schon getroffen. Aber jetzt schießt er auch daneben. Ah, stehend. Das ist eben auch der Anschlag, in dem er sich ein wenig schwerer tut. Trotzdem ist er ein guter Stehenschütze. Strafminute jetzt für ihn. Wirft ihn zurück. Führend nach dem zweiten Schießen. Aktuell Schipulin, Foucault, Garanicev, Lindström. Bester Deutscher, Birnbacher auf 12. Jetzt verdrängt von Böhm. Der jetzt 12. Beide 1,30 zurück. So, jetzt Simon Schemp. Unten sehen Sie die Zeiten von Schipulin und Foucault, 22 Sekunden vor. Er funktioniert, Simon Schemp, sein Lauf setzt sich fort, Marc Kirchner
hat gewarnt, hat gesagt, wir haben einen Lauf, es funktioniert so viel gut, auch in der mannschaftlichen Geschlossenheit. Wir dürfen aber nicht denken, dass das von selbst so weitergeht, sondern immer wieder den Fokus, die Konzentration finden. 9 Sekunden vor Martin Fourcade, 12 Sekunden hinter Schipulin. Die ersten drei in der Weltcup-Gesamtwertung sind nach dem zweiten Schießen auch die ersten drei in diesem Rennen. Kein Zufall. Und wie eben hervorragend das Drehbuch durch die Auslosung, durch die Abstände. Martin Fourcade ist wieder am Zug, muss jetzt vorlegen. Anlauf an den Schießstand, kurzer Blick auf die Windfahnen. Hat sich etwas getan? Wo sortiere ich mich ein? Franzosen haben direkt neben den Deutschen angeschossen auf Bahn 2. Ist das ein ruhiger, ist das ein abgezockter Athlet? In einer Seelenruhe, als gäbe es nichts Einfacheres, knipst der da die 5 Scheiben aus. Die Nummer 1 hat wieder vorgelegt. Erlend Bjøntegaard, Nachrücker für den erkrankten Tarje Bø im norwegischen Team. Da geht es um 2 WM-Plätze. Svensson, die Bø-Brüder und Ole Einar Bjørndalen sind gesetzt. Birkeland, Uus, Labelund und eben Bjøntegaard. Die 4 kämpfen um 2 WM-Plätze. Von den 4 WM-Fahrern heute allerdings 3 nicht am Start. Norwegisches Team also ersatzgeschwächt sozusagen. Arndt Peiffer, Startnummer 74. Hat noch ein paar Minuten Zeit. In 5 Minuten geht er ins Rennen um 14.52 Uhr. Garanicev. 10. war der nach dem ersten Schießen. 4. nach dem zweiten Schießen. Simon Fourcade beim ersten Schießen, der Bruder von Martin. Garanicev auch mit der dreifachen Null. Ja, Simon Fourcade gut, Formkurve zeigt für ihn auch nach oben. Hat schon eine Silbermedaille auf dieser Strecke gewonnen. Bei der WM 2012 in Ruhpolding. Garanicev nur 5 Sekunden hinter Fourcade nach dem dritten Schießen. Benjamin Weger, 3., 54 Sekunden sein Rückstand. Auch er hat 3x0 geschossen bis dahin. Rastor Gujevs, 9. nach dem zweiten Schießen. Und da kommt Erik Lesser. Wie gesagt, das war so schön, den Montag einfach mal zu Hause auf dem Sofa zu liegen. Dabei waren es ja auch nur eine kurze Reise nach Novo Mesto. Nur 3 Tage, 3 Wettkampftage. 5 Tage insgesamt waren sie weg. Aber wenn man insgesamt so viel weg ist den ganzen Winter wie diese Jungs, dann freut man sich über jeden Tag auf dem eigenen Sofa. Jawohl, bleibt fehlerfrei. Laufzeit ein bisschen verhalten von Erik Lesser in der ersten Runde. Gucken wir gleich mal, wo er rausläuft. Als 26. 34 Sekunden sein Rückstand, der von Erik Lesser. Und Rastor Grujevs macht die 15 voll. 15 Schuss, 15 Treffer für den Letten.
nach wie vor das Niveau am Schießstand extrem hoch, außergewöhnlich hoch. Und da kommt Lindström. Der war nur 5 Sekunden hinter Foucault nach dem zweiten Schießen, dem aktuell Führenden nach dem dritten Schießen. Und oben Michael Rösch beim zweiten Schießen. Versuchen sie hier so ein bisschen durchzuführen. Durch die verschiedenen Athleten, die ja ganz unterschiedlich im Rennen liegen. Die ersten bewegen sich so langsam aufs vierte Schießen zu, Martin Foucault. Und die letzten sind ja noch lange nicht gestartet. Fehler Lindström und Michael Rösch geht erstmal mit einer weiteren fehlerfreien Runde zurück. Lindström verliert jetzt ein bisschen den Anschluss, guckt da so ein bisschen verärgert. Rösch 10. jetzt nach dem zweiten Schießen, 44 Sekunden hinter Schipulin. Und Johannes Böhm mit einem Schnellfeuerschießen, wie ich es selten in einem Einzel gesehen habe, im Stehendanschlag. Da haut er sie raus in seinem schwachen Anschlag. 74% Treffer nur. Aber genau deswegen kritisieren ihn die Trainer auch immer wegen solcher Schießeinlagen, weil sie sagen, Junge, so kannst du nicht schießen. Manchmal geht's gut, zu oft geht es aber auch schief. Nathan Smith, der Kanadier. Letzte Woche Novi Miesto, 7. und 5. Die beiden besten Ergebnisse seiner bisherigen Karriere. 29 ist er ja auch schon, ein alter Bekannter. Aber jetzt ist er in die Weltspitze vorgedrungen mit diesen Top-10-Ergebnissen. Jetzt eben auch schon mit 3x0. Auf Platz 5 nach dem dritten Schießen. So, die 5 Minuten sind rum. Arndt Peiffer ist am Start. Arndt Peiffer in den letzten 6 Rennen immer in den Top 10, außer in einem Rennen in Antholz im Sprint. Da war er 11., also in einer bestechenden Form zurzeit, nachdem der Dezember ja nicht so gut lief. Er in Pokljuka sogar die Verfolgung verpasste, für den Massenstart nicht qualifiziert war. Da war er am Tiefpunkt, aber er hat sich berappelt, die Trainer haben zu ihm gehalten und er hat in Ruhpolding mit dem Podestplatz im Sprint mit Platz 3 dort sich zurückgemeldet und seitdem ist er oben dabei. So, jetzt bin ich gespannt, ob Antin Schipulin das hier wirklich durchzieht, das Ding. Ja, da ist der erste Fehler von Schipulin. Und da kommt der zweite hinterher. Ja, da liegst du zur Rennhälfte deutlich vorn. Und dann machst du 2 Fehler. Deswegen mag er diesen Wettbewerb wahrscheinlich nicht. Birnbacher raus nach dem dritten Schießen auf 12 mit 2 Fehlern. Jetzt 2,07 sein Rückstand. Schipulin jetzt 9., 1,35 zurück. Was ist mit Fack? Ja, jetzt bleibt er wieder fehlerfrei. Aber das spricht natürlich alles für Martin Foucault und für Simon Schemp. Möglicherweise, der ja in einer Minute ungefähr hier zum dritten Schießen kommen wird. Jakob Fach jetzt 3., 35 Sekunden zurück. Und wir schauen nochmal zurück vor wenigen Momenten an die Birnbacher. Da waren wir bei Schipulin natürlich, weil es für den um den möglichen Sieg ging. Und hier, ja, da hat er Glück, der geht rechts auf die Kante. Kommt Daniel Böhm zum dritten Schießen. Liegendanschlag wieder. Böhm 20. nach dem zweiten Schießen. Es ist seine Schokoladendisziplin, den kannst du hinlegen und schießen lassen. Da trifft er im Prinzip immer. So, jetzt Simon Schemp. Hat die Möglichkeit, jetzt hier die Führung zu übernehmen nach den Fehlern von
Anton Schipulin wird wieder in der Mitte beginnen. Die Wahl der Scheiben, die Reihenfolge der Scheiben ist ja freigestellt. Für ihn ist es psychologisch leichter, sagt er, wenn er in der Mitte beginnt und dann über die linke Seite zurückführt zur rechten. Fehler Simon Schemp, Strafminute. Zweite Fehler. Jetzt verliert Simon Schemp den Anschluss. Zwei Strafminuten für Simon Schemp im Liegendanschlag. Das tut weh. Simon Schemp jetzt 15. 2 Minuten und 1 Sekunde hinter Martin Fourcade. Er wäre also im Prinzip zeitgleich mit dem Franzosen hinausgegangen auf die Runde nach dem dritten Schießen. Aber er hat sich 2 Strafminuten eingehandelt und Martin Fourcade hat jetzt zumindest schon sowas wie einen kleinen Matchball. Wiederholt sich das, was wir bei den Frauen gesehen haben, als Kaiser Mecke-Rennen mit der Startnummer 2, aber eben ganz früh 4-mal getroffen hat und im Ziel eine Zeit vorgelegt hat, die für die Konkurrenz unerreichbar war. Fourcade hat es selbst in der Hand. Die großen Konkurrenten haben alle gepatzt. Schauen Sie, wie er jeden Schuss hineinbringen will, wie er Pausen macht. Und er bringt es. Full House für Martin Fourcade. 20 Schuss, 20 Treffer. Und er wird eine Marke setzen und kann sich dann ganz entspannt hinsetzen und schauen, was die Konkurrenz macht. Ist dieser Fourcade noch zu knacken, die Nummer 1? Er ist wieder da. Da kommt Garanichev. Der hatte nur 5 Sekunden Rückstand auf Fourcade. Nach dem dritten Schießen. Aber Garanichev braucht die Null und muss dann mindestens die 5 Sekunden rauslaufen auf Martin Fourcade. Jewgeni Garanichev. Bronze hat er gewonnen bei den Olympischen Spielen auf dieser Strecke. Aber der Olympiasieger, der hat vor einer Minute alles getroffen. Das ist Fourcade. Er tut es auch. Und das ist gut fürs Rennen, denn das ist spannend. Das ist spannend. Es gibt ein Fernduell zwischen Fourcade und Garanichev auf der letzten Runde. Hier, der Bruder Simon Fourcade, ebenfalls jetzt fehlerfrei. Und da kommt Garanichev um die Ecke. Und schauen Sie, 13 ist die Sekundenzeit. Bei 17 bleibt sie stehen. 4 Sekunden trennen Fourcade und Garanichev. Das ist spannend. Das wird packend. 4 Kilometer noch für Jewgeni Garanichev. Und davor Simon Fourcade, Platz 6 nach dem zweiten Schießen. Gutes Rennen also auch für ihn bis hierhin. Das ist der letzte Deutsche, das ist Benedikt Doll mit der Startnummer 21. Geht er gleich rein ins Rennen. Der junge Mann, der so eine starke Saison läuft bisher. 29. im Gesamtweltcup ist er, obwohl er ja erst in Oberhof eingestiegen ist. Startnummer 91. Also, Dezember war ja Benedikt Doll noch gar nicht dabei. Und trotzdem ist er schon 29. im Gesamtweltcup. Erik Lesser, da haben Sie es gesehen. Er zieht immer das Trikot so ein bisschen hoch, weil ihm das Material des Trikots zu rutschig ist. Da kann er mit dem linken Ellbogen nicht gut stabilisieren. Schießt jetzt einen Fehler. Strafminute für Lesser.
1:41 zurück auf Schipulin. Der Rückstand natürlich noch im nach dem zweiten Schießen bemessen. Schipulin hat ja dann 2 Fehler im dritten Schießen sich geleistet und ist auf Platz 12 zurückgefallen. Rastor Gujevs, der ist nach dem dritten Schießen Fünfter, allerdings mit 52 Sekunden Rückstand auf den aktuell führenden Martin Fourcade. Oben Simon Détieu. Es braucht jetzt nur noch einen Schuss, um das perfekte Schießergebnis abzuliefern. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. 3 haben es bis jetzt geschafft. Fourcade, Garanichev und Benjamin Vega, der aber dennoch mit 1:18 Rückstand nach dem vierten Schießen liegt. Und jetzt ist Benedikt Doll unterwegs, gestartet. Simon Eder, 2x0 bis jetzt. Nach dem zweiten Schießen, 12. 42 Sekunden hinter der Spitze. Aber jetzt 2 Strafminuten für Eder, der ja von einer Krankheit sich so langsam wieder erholt nach Antols. Da hat es ihn richtig erwischt in Antols. Da ist er schon mit so einer Erkältung gelaufen. Da fing das an und dann lag er danach eine Woche lang flach. In Novo Mesto, da hat er sich so ein bisschen berappelt. So, Johannes Tinius Bö. Das ist der Mann, der eben so schnell geschossen hat. Und nach dem zweiten Schießen 12 Sekunden vor Martin Fourcade lag. Jetzt fällt er zurück. Lässt auch den letzten liegen. Arndt Peiffer fängt gleich mit einem Fehler an. Ja, schwierig, schwierig. Der Einstieg in den Wettkampf für Arndt Peiffer. Jetzt müssen wir auch mal gucken, möglicherweise, ob es dann eben doch auch noch schwieriger wird. Die Sonne, die brutzelt jetzt hier auf die Strecke. Es wird, glaube ich, sogar noch mehliger, noch tiefer. Schauen Sie mal da unten, wo die da durchstapfen. Und das ist eine Mischung aus Naturschnee, aus Kunstschnee, x-mal präpariert. Das bindet alles überhaupt nicht mehr. Du schiebst dann da los, hoffst, dass der Ski ins Gleiten kommt. Und der saugt sich förmlich am Schnee an. So, und Michael Rösch hat inzwischen auch das dritte Schießen absolviert, parallel zu Arndt Peiffer. Wieder 0, also nach 3x0 Michael Rösch, 8. im Moment. Da kommt Anton Schipulin. Der war nach dem dritten Schießen, dann nach den beiden Fehlern, jetzt aktuell auf 14 zurückgefallen. Mal sehen, der braucht auch jeden Punkt in der Gesamtwertung. Ja, wie gesagt, auf Platz 3 liegend. Na, schießt wieder recht schnell, recht aggressiv. Diesmal erfolgreich und Fourcade an der Zwischenzeit. Gibt es natürlich jetzt noch keine Referenz. Interessant wird es so in etwa 2 Minuten, wenn Garanichev hier vorbeikommt. So, Andi Birnbacher ist beim vierten Schießen inzwischen auch durch. Fehlerfrei geblieben. Jetzt auf Position 5 mit 2 Schießfehlern. 2:07 der Rückstand von Andi Birnbacher. Und Viktor Cepelin aus Weißrussland bleibt wieder fehlerfrei. Jakob Fack schießt einen weiteren Fehler. 2 Fehler insgesamt für ihn, wie auch für Schemp und Schipulin. Aber Schemp muss ja noch einmal schießen. Fack jetzt auf Position 4 mit 2 Fehlern. Davor nur die 3, die 3-mal fehlerfrei geblieben sind. Fourcade, Garanichev und Vega. Daniel Böhm mit bis jetzt nur einem Schießfehler kann, wenn er jetzt fehlerfrei bleibt, hier auf jeden Fall in den Top-10-Bereich vordringen. Ja, das Rennen jetzt in der heißen, in der entscheidenden Phase. Viel los am Schießstand. Fourcade und Garanichev auf der Schlussrunde im Fernduell.
Und der Rest ist unterwegs. Alle 98 sind jetzt unterwegs. Fehler Böhm. Ja, zwei Fehler auch für Daniel Böhm. Jetzt kommt Garanichev. Jetzt werden wir schauen. Ja, er hat verloren. 12,4 Sekunden. Jetzt der Abstand. Also Jewgeni Garanichev hat 8 Sekunden verloren auf Martin Fourcade. Das sieht gut aus für den Franzosen. Sergei Semenov. Das ist der Mann, der Zweiter war beim Auftakteinzel in Östersund im Dezember. Semenov nach dem dritten Schießen Vierter. Da war er 19 Sekunden hinter Fourcade. Sie sehen es auch jetzt unten. Die Zeit von Fourcade ist jetzt schon durch. Aber dennoch, jetzt wird er auf Platz 3 rausgehen hier. Simon Schemp ist da. Und es geht auch um Punkte in der Gesamtwertung. Heute wird Fourcade die Führung ausbauen auf ihn. Aber wie weit wird sie ihn ausbauen? Komm, Simon, noch einen. Nein, es kommt noch eine dritte Strafminute drauf. Also da verliert dann noch mal ein paar Plätze durch diesen letzten Fehler. Martin Fourcade, das gelbe Trikot, sitzt wieder etwas straffer auf seinen Schultern. Das steht jetzt schon fest, egal ob er am Ende gewinnt oder nicht, aber die Chancen, dass er dieses Rennen mit der Startnummer 1 auch als Sieger beendet, die sind groß. Noch einmal jetzt hier hinauf, hinter den Schießstand. Nur in der letzten Runde wird ja oberhalb des Schießstandes herumgelaufen. Dann noch einmal oben hinter den Scheiben, hinter der Glasscheibe entlang. Dann die letzte Rechtskurve, Abfahrt, ein kleiner Buckel noch, eine Brücke. Zielgerade. Und dann beginnt für ihn das lange Warten. Was sagte ich eingangs? Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Wer alles will, muss viel von sich geben. Und er hat es getan. Er ist wieder zurück nach 6 Rennen ohne Sieg. Nach Niederlagen, die er einstecken musste, wie am letzten Sonntag, ist Martin Fourcade wieder da. Und hat hier beste Chancen, dieses Rennen zu gewinnen. Möglicherweise auch für seinen vor 3 Tagen hier verunglückten Skitechniker. Und hier springt er sogar mit Telemark-Landung über diese letzte Brücke. Immer auch ein bisschen Show dabei bei Martin Fourcade. Und das ist möglicherweise schon die Siegerfaust. Michael Schlesinger aus Tschechien, der einzige der tschechischen Männer, der letzte Woche mit dem Heimweltcup so einigermaßen zufrieden war mit Plätzen 5 und 11. Und jetzt mit bisher einem Fehler und bleibt bei einem Fehler. Jawohl, mit einem Fehler hier auf jeden Fall gut dabei. Aber sogar im Bereich von Andy Birnbacher, der ja 2 Fehler geschossen hatte. Also, das ist gut für Andy Birnbacher. Schemp 14. übrigens nach dem 4. Schießen. Jetzt 15. Schlesinger hat ihn verdrängt. 3:14 sein Rückstand nach vorne und Lindström vor ihm 20 Sekunden. Ich glaube nicht, dass er ihm die abknöpfen kann. Also für Simon Schemp ein kleiner Dämpfer zumindest heute. Und jetzt kommt Garanichev und Sie sehen es, die Zeit von Martin Fourcade ist schon durch. Jewgeni Garanichev, 14 Sekunden sind es am Ende, schüttelt ein bisschen den Kopf. Junge, Junge. Hier aktuell Zweiter in einem Weltcuprennen. Simon Fourcade hat jetzt schon 2 Fehler geschossen. Nach dem 3. Schießen. Er lag ja nach dem 2. Schießen nur 1 Sekunde hinter seinem Bruder. Und da kommt Benjamin Weger. Auf Position 4 liegend nach dem 4. Schießen. Aber mit deutlichem Rückstand hinter Fourcade, Garanichev und Semenov. Semenov kommt ja erst noch. Und es ist schon kurios. Es sind jetzt 4 Athleten fehlerfrei geblieben nach 4 Schießeinlagen. Und darunter die Startnummern 1, 3 und 4. Ja,
Ja, gutes Ergebnis für Benjamin Weger, für den 25-jährigen Schweizer, der ja schon einmal Vierter und einmal Fünfter war in dieser Saison. Jetzt kommt Erik Lesser. Und bleibt fehlerfrei. Und mit einem Schießfehler und einem noch ausstehenden Schießen kann es für ihn auf jeden Fall auch noch dort vorne reingehen in die Top 10. Hängt ja an diesem Einzel kein Verfolgungsrennen dran. Gibt es auch manchmal, dass nach einem Einzel ein Verfolgungsrennen mit dann halbierten Abständen stattfindet. Aber morgen ein Ruhetag und dann am Samstag ein Sprintrennen, am Sonntag die Staffel. Benedikt Doll, erstes Schießen für ihn. Guter Einstieg in den Wettkampf, aber Sie sehen es jetzt, es ist dann doch schon deutlich, dass es langsamer wird. Benedikt Doll war läuferisch in der vergangenen Woche in Novo Mesto bei den Besten dabei. Jetzt ist er, obwohl er fehlerfrei geschossen hat, nur 36. Also das spricht schon deutlich dafür, dass die Strecke jetzt abbaut, dass es tiefer wird. Nachdem hier eben schon 90 Sportler teilweise 4, teilweise 5 Runden diese Strecken beackert haben. Und Sie sehen ja auch die Sonne. Eingangs des Rennens waren es hier plus 2 Grad. Jetzt sind es wahrscheinlich sogar 3, 4 Grad. Ja, nach dem zweiten Schießen, da führte noch Anton Schipulin vor Bö und Schemp. Da war Foucault auf der 5. Nach dem vierten Schießen Foucault vor Garanichev. Schemp auf 16. Und im Ziel, da führt Foucault vor Garanichev und Weger. Simon Schemp ja noch unterwegs. Ja, sind es nur noch 8 Rennen nach diesem Rennen. Jetzt Johannes Tinius Bö. Einen Fehler hat er bis jetzt gemacht. Im Liegendanschlag. Der stehende Anschlag, das ist ja eigentlich der, der ihm mehr Probleme bereitet. Da hat er von dieser Schnellfeuereinlage reingesetzt. Mal gucken, was er jetzt macht. Schießt er wieder? So schnell? Ja, macht er. Das ist ja sowas von abgebrüht. Dann trifft er auch noch 5-mal. Und der hier, der wird ihm hinterher wieder sagen, Junge, was hast du da gemacht? Du sollst doch nicht immer so schnell schießen. Aber wenn es so wie heute ganz gut klappt, ja, dann macht das wahrscheinlich beim nächsten Mal trotzdem wieder. So, jetzt hat Michael Rösch beim letzten Schießen dann doch 2 Strafminuten auf sein Konto gekriegt. Hat 2 Fehler geschossen und Arndt Peiffer beim zweiten Schießen einen weiteren Fehler. Peiffer 46. und Rösch 19. nach dem vierten Schießen. Ja, das ist schade für Michael Rösch. Auf 9 lag der nach dem dritten Schießen, hat jetzt mit den beiden Fehlern 10 Plätze eingebüßt. Trotzdem möglicherweise für ihn das beste Saisonergebnis. Und Nathan Smith, 4. wieder nach 2 Top-Ergebnissen letzte Woche in Novo Mesto mit den Plätzen 7 und 5. Jetzt mit einem Schießfehler aktuell 4. im Ziel. Also wird wieder ein gutes Ergebnis für ihn. Und da kommen Schipulin und Birnbacher. Birnbacher war nach dem letzten Schießen 9. Schipulin 7. Sekunden vor Schipulin war Birnbacher gestartet, also die hat er ihm auf der Strecke abgeknöpft, der Russe. Aber das will sich an die Birnbacher nicht bieten lassen, dass der Mann mit der höheren Startnummer vor ihm ins Ziel kommt. Kommt jetzt sogar noch mal zu einem richtigen Fight. Ja, Schipulin hält dagegen. Nun, Schipulin verdrängt Smith, aber auch Birnbacher. Also die beiden jetzt auf 4 und 5. Smith fällt zurück auf Platz 6. Jakob Fack, da hinten kommt er ins Ziel. 3. jetzt. Trotz 2er Schießfehler. Also der war super schnell unterwegs. 1,36 nur zurück mit 2 Schießfehlern. Auf der Strecke vermutlich dann der schnellste. Und Zeppelin lässt beim letzten Schießen 2 liegen.
der Weißrusse da vorne reingelaufen wäre, wäre das aber auch eine richtig dicke Überraschung gewesen. Ein 18. Platz, das beste Ergebnis von Wladimir Cepelin bis jetzt in seiner Karriere. Das war dieses Sturmrennen in Oberhof. Sturm, Nebel, Wind, als es alles gab im Januar des vergangenen Jahres. Martin Fourcade hat sich gefreut darüber, dass er mit Simon Schemp wieder einen richtigen Gegner hat. Er hat gesagt, es war vielleicht ein bisschen leicht in den letzten Jahren. Klingt dann immer so ein bisschen arrogant. Der ist gar nicht so, wie es manchmal rüberkommt. Vielleicht manchmal ein bisschen unbekümmert, ein bisschen naiv in der Auswahl seiner Worte. Semenov, Platz 3 nach dem 4. Schießen. Böhm kommt Richtung Ziel. Zeit von Lapschin schafft er nicht ganz. Kann er die von Fiomayé noch knacken oder rutscht er auch noch durch? Ja, 10. Böhm, aktuell im Ziel. Wird da vielleicht noch ein paar Plätze verlieren. Und vermutlich nicht ganz zufrieden sein mit 2 Fehlern heute. Und da kommt Semenov. Der mit 4x0 jetzt hier den 3. Platz übernehmen wird. Fourcade, Garanichev, Semenov, das sind die 3 auf den ersten 3 Plätzen mit 0. Dann kommt Fack mit 2 Fehlern, dann Vega auf 5 mit 0 Fehlern. Sergei Semenov. Da haben wir es noch einmal, weiß auf blau. Andi Birnbacher als bester Deutscher 7. Und jetzt kommt Simon Schemp, der nach den großen Wochen, die er hatte, heute einen kleinen Rückschlag erlebt. Aber auch das gehört dazu. Das Pendel schwenkt immer mal hin und her. Also Simon Schemp ist im Ziel, aktuell als 14. Und wir geben wegen der aktuellen Ereignisse rund um die Ukraine-Krise ganz kurz ab nach Hamburg zu einer Tagesschau und sind dann hier wieder zurück in Oslo. Ja, zurück in Oslo und wir wollen uns einmal kurz sortieren. So sieht es aktuell im Ziel aus. Martin Fourcade führt mit 14 Sekunden Vorsprung vor Garanichev. Semenov auf 3, eben gerade Schlesinger ins Ziel gekommen auf 7. Hat damit Andi Birnbacher als besten Deutschen aktuell um eine Position auf 8 verdrängt. Johannes Tinius Bö nach dem letzten Schießen war er 5. Jetzt ist er 6., hat einen Platz verloren auf Jakub Fack. Laufzeiten sind inzwischen auch da. Jakub Fack mit Laufbestzeit. 7 Sekunden schneller auf der Strecke als Martin Fourcade. Dan Cipulin, bester Deutscher, was die Laufzeiten angeht. Simon Schemp, aber der war auf den 5 Runden insgesamt eine Minute langsamer als Jakub Fack. Klingt natürlich sehr viel, ist aber auf dem langen 20er. Das ist ein halber Marathon, muss man sich mal vorstellen, dann auch nicht so viel. So, jetzt Björn Tegart. Der hier noch die Mini-WM-Chance nutzen will heute und morgen, wie vorhin ja schon gesagt, Birkeland, Us, Labelund und Björn Tegart. Die 4 wollen draufspringen auf den WM-Zug, wobei ich glaube, dass Labelund und Birkeland so ein leichtes Prä haben bei den Trainern. Us und Björn Tegart müssten schon richtig was anbieten, damit die Trainer da nochmal ins Nachdenken kommen. Erik Lessers letztes Schießen. Jawohl, da ist die 0. Da ist die 0 und damit kann Erik Lesser in den Top-10-Bereich vordringen. So, da ist Benny Doll. 2. Schießen für ihn erst. Lesser 8. jetzt nach dem 4. Schießen. Da war Birnbacher 10. übrigens, nur zum Vergleich. Jetzt Fehler Doll. Schade, schade. Also, Benedikt Doll, den gucken wir uns noch mal kurz an nach dem Schießen. Wo sortiert er sich ein? Wo ist die Zwischenzeit? Hier jetzt Ausgang des Schießstandes, 39 ist er. Ja, ja, das kostet dann schon gleich richtig, aber so früh hat er eben den Fehler geschossen. Also, wenn er 2x0 macht, dann würde er auch noch deutlich nach vorne springen. Wir atmen noch mal kurz durch, bis gleich.
So, Simon Détieu hat fehlerfrei geschossen, mit zwei Fehlern jetzt auf Position 38. Und interessant wird sein als nächstes, wo Johannes Bö zurückkommt, wenn der hier demnächst Richtung Stadion kommt. Wo sortiert sich der junge Norweger ein? Es ist ja auch für die Norweger hier beim Heimweltcup vor allem natürlich wichtig, in irgendeiner Form ein paar Ergebnisse anzubieten. Novin Jesto lief verheerend für die norwegischen Männer. Nur ein Top-10-Platz im Sprint. Da war Bö Zehnter. Ansonsten liefen sie der Musik sowas von hinterher. Jetzt schauen wir ganz kurz auf Arndt Peiffer nach zwei Fehlern und dann rüber zur Bö Richtung Ziel. Ja, das war eine sehr gute Serie. Das war eine sehr gute, sehr sichere Serie. Und jetzt kommt Johannes Tinjes Bö Richtung Ziel im Fernduell gegen Schipulin und den schiebt er weg auf die 7. Johannes Bö also jetzt Sechster im Ziel. Sehr gutes Ergebnis für ihn in einem Einzelrennen. 17 Fehler haben die Norweger im Sprint geschossen und nur 4 Fehler die Deutschen. Also das war ein ganz, ganz schlechtes Wochenende für die norwegischen Athleten. So, Michael Rösch, 19. Das ist für ihn ein gutes Ergebnis. Das Beste seiner Saison bis jetzt möglicherweise. Und Andy Birnbacher ist im Ziel der beste Deutsche und jetzt bereit zum Interview. 9. ist er. Genau, als 9. bester Deutscher momentan. Und 2011 haben sie ihr erstes Weltcuprennen hier in Oslo gewonnen. Ist es sowas wie die erste Liebe vielleicht? Und dann klappt es besonders gut? Ja, Oslo ist ein schöner Ort, wie man hier sieht. Man sieht aufs Meer und am Holmenkollen. Also ist wirklich einer der schöneren Orte. Gefällt uns richtig gut. Und ja, ich sag mal, die Form ist immer so ein bisschen abhängig, wie man gerade drauf ist. Und kann man auf jeder Strecke gut laufen. Aber Holzrennen, denke ich, war ordentlich. Vielleicht nicht herausragend, aber schon ordentlich. Und bin zufrieden. Sie hatten ja doch diese zwei Fehler beim zweiten Schießen. Wir haben so ein bisschen gerätselt, woran es lag. Vielleicht doch an der Sonne oder woran? Na, es waren so ein bisschen leichtsinnig geschossen. Die zwei Fehler haben mich eigentlich geärgert. Ich habe so ein bisschen neben mir auf dem Schipulin immer geschaut, was der schießt, weil ich mit dem unbedingt mitlaufen wollte und habe mich ein bisschen vielleicht ein kleines bisschen ablenken lassen. Das war nicht optimal. Dankeschön. Tja, und das ist Henrik Labylund, der gerade zum 3. Mal 0 geschossen hat. Sehr zur Freude der einheimischen Zuschauer, der hier als 15. nach dem 3. Schießen rausgeht. Mit bis dahin 3x0. Und da oben kommt Liv Nordgren, der US-Amerikaner, der in der letzten Woche in Novo Mesto mit Platz 16 im Sprint eine persönliche Bestleistung aufgestellt hat. Bei den Amerikanern ja Tim Burke mit so einer bisschen durchwachsenen Saison. Lowell Bailey, 31. im Gesamtweltcup, bester US-Amerikaner. Liv Nordgren, eigentlich nur die Nummer 3. Aber in der vergangenen Woche, da war er dann plötzlich die Nummer 1. Auch weil Bailey aussetzte möglicherweise. Bailey leicht verkühlt nach der Woche in Antholz, hat dann in der letzten Woche in Insel trainiert. Und Liv Nordgren hat sich in den Vordergrund gedrängt. So, Liv Nordgren bleibt also wieder fehlerfrei. Nur ein Schießfehler, also zweites gutes Ergebnis für den 25-jährigen Amerikaner. Und dann warten wir mal drauf, ob wir möglicherweise Erik Lesser draußen auf der Runde sehen können. Denn Erik Lesser war ja nach dem 4. Schießen sogar noch vor Andy Birnbacher mit nur einem Schießfehler. Ziel Andy Birnbacher, der beste Deutsche auf der Strecke, aber möglicherweise Lesser nach wie vor ihm. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz runter vorher zu Martin Fourcade nach diesem Superrennen. Congratulations, Martin. We guess it's actually Simon Schemp who makes you better. Wir denken so ein bisschen, dass Simon Schemp sie verbessert. Ist das richtig? Ja. Ich habe das ja schon mal gesagt. Klar, das Level auf den Simon ist, das macht mich besser. Denn ich muss einfach oberstes Level anbieten, wenn ich den Gesamtweltcup gewinnen will. Ich sage danke, Simon. Danke. Also, aber er will natürlich nicht, dass ich mich verbessere, sondern er will selber gewinnen. Deswegen muss ich vorsichtig sein, was ich sage. After the last shooting today, you looked at your coach. Nach dem letzten Schießen haben sie Richtung ihres Trainers geguckt. Was hat das bedeutet? Es war ein sehr intensiver Blick. Yeah. Ich weiß gar nicht. I think we have some
Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Am Tag vor dem Wettkampf kann der Trainer so ein bisschen das Glück fühlen oder die Gefühle, die man hat. Und an den letzten Tagen hat Siegfried gefühlt, dass ich sehr angespannt war. Und heute war es ihm eine große Erleichterung und eine große Freude. Aber es ist ja verboten zu sprechen, deswegen war das mein Weg, ihm zu sagen, danke für den Weg, den wir gegangen sind. Was bedeutet so ein Sieg für Sie kurz vor der WM? Ja, mit der schwierigen Vorbereitung, mit dem pfeifferschen Drüsenfieber genieße ich einfach Rennen für Rennen. Ehrlich, ich denke noch nicht an die Weltmeisterschaften. Ich bin einfach nur sehr froh, dass ich heute gewonnen habe. Es war ein wunderbarer Tag in dem Platz, den ich liebe, in Oslo am Holmenkollen. Ich habe mein Bestes gegeben, ich bin sehr glücklich, ich war fokussiert und das war mein Hauptziel heute. Und das war wirklich schwer, die Konzentration 45 Minuten auf 100% zu halten. Ich war sehr froh über diesen ganzen Tag und ich hoffe, das Wochenende wird so weitergehen, wie es begonnen hat. Thank you very much. Congrats. Ja, er sagt, er liebt diesen Platz, er möchte hierher ziehen im nächsten Sommer, also in ein paar Monaten nach der Saison, möchte er hier auch einen Teil seiner Vorbereitung absolvieren. Erik Lesser jetzt an der Zwischenzeit, Achter, 2:09, der Rückstand von ihm. Na, auf Schipulin davor sind es noch 12 Sekunden, also ob er da noch einen Platz gut machen kann, ich weiß es nicht. Schlesinger dagegen, nur 2 Sekunden dahinter, also der muss wirklich kämpfen, um diesen 8. Platz zu halten am Ende. Brandon Green, 29. sein Ziel. Ja, also Martin Foucault, das sind nicht nur leere Worte, wenn er sagt, er liebt, er schätzt diesen Ort. Es ist tatsächlich so, dass er darüber nachdenkt, seinen Wohnsitz zumindest partiell hierher nach Oslo zu verlegen. Und da hinten kommt sein Bruder Simon mit 2 Schießfehlern, auch ein gutes Rennen für ihn. Aber der hat noch einen weiten Weg. Also der wird noch sicherlich so 8, 9, 10 Plätze verlieren, bis er im Ziel ist. Na, wo ist er denn? Da war er doch ein bisschen schneller, als der Kameramann dachte, schon den Berg hoch. Simon Foucault, der galt so ein bisschen als der Thronfolger, als Raphaël Poiret, der große Franzose, seine Karriere beendete. Da nahm man den Bruder Martin Foucault noch nie so richtig ernst, weil der auch so ein bisschen zur Schlampigkeit neigte. Und dann kam es alles ganz anders. Dann war Martin Foucault auf einmal die große Figur, die letzten 3 Jahre ja Sieger im Gesamtweltcup. Arne Pfeiffer jetzt an dieser Stelle 32. Muss ja noch einmal schießen und Erik Lesser kommt Richtung Ziel. Geht um den 8. Platz für ihn. Da springt er nochmal hoch den Berg. Das ist seine Disziplin, es ist seine Spezial, seine Lieblingsdisziplin, dieser Klassiker, dieser 20 Kilometer Riemen, die Urform des Biathlons. Sicherlich im Fernsehen manchmal nicht ganz so gut zu verfolgen wie ein Verfolgungsrennen, wie ein Massenstartrennen, aber vom Anspruch an den Athleten, von der Komplexität, auf jeden Fall ein Wettkampf, der den gesamten Biathleten fordert. Du musst eine viel bessere Renneinteilung haben. Du kannst beim Schießen viel mehr variieren, das Risiko selber bestimmen, das du dort nimmst. Es wird ganz knapp gegen Schlesinger. Schafft er den 8. Platz? Nein, er schafft ihn nicht. 9. Erik Lesser, 9. Schiebt Andy Birnbacher auf den 10. Platz. 2 Deutsche also aktuell in den Top 10. Erik Lesser und Andy Birnbacher. Benedikt Doll, der hat auch noch die Chance, dort hineinzulaufen. Aber dafür braucht er 2-mal die 0. Ja, da ist es vorbei. Ja, 2. Fehler für den 24-Jährigen
der seit 2013 in Oberhof lebt, Furtwangen aufgewachsen ist. Und jetzt hören wir doch mal, ob Jessie Wellmer Belgisch kann, denn sie hat den besten Belgier des Tages am Mikrofon, Michael Rösch. 22. ist er, Michael Rösch. Moment, aber wenn ich ihn mir so recht anschaue, trotzdem nicht ganz so zufrieden, obwohl es eine ja, für diese Saison recht gute Platzierung ist. Ja, ich bin echt so eine Wurst, also das, mich kotzt einfach nur an, weil dass ich so doof bin. Im letzten Schießen, die zwei Fehler, die waren so unnötig. Was war denn da? Gehirnfasching. Also ich habe wirklich vor dem letzten stehend, habe ich schon ein bisschen angefangen zu denken, was man ja als Sportler nicht so machen sollte. Und da habe ich eigentlich die wichtigsten Elemente vergessen, einfach zu treffen. Und ja, das ging dann ratzfatz, da waren schon zwei Fehler da. Aber ich denke mal, nichtsdestotrotz, es war jetzt ein gutes Rennen im Laufen. Ich konnte echt ein paar gute Runden mit dem Lindström, mit dem Arndt mitlaufen, mit dem kleinen Bö. Also es war schon mal eine gute Steigerung und ich hatte auch super Material. Also danke an Heiko und Fassi, die haben richtig gute Ski gemacht. Und ja, also ich denke mal, es war schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Vielen, vielen Dank. Tja, wunderbar, Gehirnfasching. Dafür lieben wir doch Michael Rösch. Und da sehen wir Simon Schemp, den aktuell besten Deutschen im Gesamtweltcup. Und Erik Lesser, den aktuell besten Deutschen heute im Ziel. Ja, Thomas Fassinger und Heiko Schmidt hat Michael Rösch da eben angesprochen, seine beiden Skitechniker. Und das ist Arndt Peiffer bei seinem letzten Schießen. Ja, immerhin hat er nochmal die Null gebracht. Gut, dass er sich da so ein bisschen berappelt hat. Der 20er sicherlich nicht die Lieblingsdisziplin von Arndt Peiffer. Er ist ja dann doch hauptsächlich ein Sprintspezialist. War in seiner Karriere, glaube ich, 18 Mal auf dem Podest und davon 12 Mal im Sprint. Also das ist eigentlich das, was Arndt Peiffer am meisten liegt. Aktuell 21. im Gesamtweltcup. Hat so ein bisschen auch gedacht, naja, vielleicht klappt es noch mit Platz 15. Wobei der Weg dahin relativ weit natürlich ist. Birnbacher verbessert sich heute im Gesamtweltcup. Der sichert seinen Massenstartplatz ab bei den Weltmeisterschaften. Die ersten 15 ja dann automatische Massenstart dabei. Lesser auf jeden Fall auch. Der ist 13. Böhm 17. Der braucht noch ein paar Punkte. Heute 14. dürfte möglicherweise auch ein bisschen was gut machen. Landertinger und Björndalen vor ihm. Landertinger punktet weniger. Björndalen punktet gar nicht. Also dann haben wir möglicherweise schon vier Deutsche garantiert im Massenstart bei der WM mit Schemp, Lesser, Birnbacher und Böhm. Und jetzt Hendrik Labelünd. Gibt es noch einen fünften, der hier Full House abliefert? Fünfmal die Null, beziehungsweise 20-mal die Null. Nee. Schafft er nicht. Kriegt eine Strafminute drauf, Hendrik Labelünd. Also Sie sehen es, er ordnet sich ungefähr ein im Bereich von Simon Schemp nach dem vierten Schießen. Simon Schemp im Ziel aktuell 22. und jetzt auch zu hören bei Jessie Wellmer. Ja, Mensch, Simon, diese drei Schießfehler, wie sortieren Sie das jetzt ein? Ist es heute so ein kleiner Dämpfer oder ist das eher ein Schlag? Sie wirken recht entspannt. Wo sortieren Sie das ein? Ja. Auf der Skala des Schmerzens. Ja, natürlich habe ich es mir schon ein bisschen besser vorgestellt heute. Ich hätte mal nichts dagegen, wenn ich mal wieder einen richtig guten Einzel hinkriegen würde. Ich denke, bis zur Hälfte war ich richtig gut dabei. Und dann hat Schießen auch nicht mehr so ganz zusammengepasst. Gerade beim Liegenschießen weiß ich nicht, was da passiert ist. Die habe ich eigentlich nicht gemerkt, dass die weggegangen sind, aber ja, gehört dazu. Am Samstag ist die nächste Chance und Sprint ist über 10 Kilometer und ich denke, bis Kilometer 10 hat es auch noch richtig gut funktioniert alles. Und klar, ich habe es mir besser vorgestellt, habe mir ein bisschen mehr vorgenommen, aber so ein Rennen kann auch passieren und ja, ich hoffe natürlich auf ein besseres Rennen am Samstag. Sie haben vor ganz kurzer Zeit mal gesagt, in jedem Rennen lerne man was dazu, was auch Ihren Willen stärken würde, Ihre Leistung verbessern würde. Was denn heute?
Ja, da muss ich gerade überlegen. Ja, dass ich mir einfach ein bisschen besser zusammenreißen muss, auch beim Liegenschießen gerade, beim zweiten Mal. Das ist oftmals bei mir so ein bisschen der Knackpunkt, wo es manchmal nicht ganz so aufgeht. Und ja, das muss ich besser machen in Zukunft. Wenn man jetzt abergläubisch wäre, vielleicht sind es ja sogar, können wir ja sagen, okay, im Einzel jetzt ging es nicht ganz so gut, dafür bei den Weltmeisterschaften vielleicht umso besser. Ja, wie gesagt, ich hätte mal nichts dagegen, wenn ich mal einen Einzelwettkampf wieder richtig gut hinbekommen würde. Das ist mir die letzten paar Jahre nicht mehr ganz so gut gelungen. Es wäre mal wieder an der Zeit. Vielen Dank. Ja, wenn wir mal drauf schauen, er hat ja gesagt, im Sprint, da geht es nur über 10 Kilometer. Bei der Zwischenzeit bei 10,4 Kilometern, da war Anton Schipulin Erster, da war Simon Schemp Zweiter, da war Martin Foucault Dritter. Wenn es so gekommen wäre, dann hätte er tatsächlich Platz 2. Und wenn er das am Samstag im Sprint kopieren kann, dann ist es auch so. Also der Russe Zvetkov, der hat so ein bisschen unbeobachtet tatsächlich viermal die Null gebracht. 9. nach dem letzten Schießen. 10. jetzt, also der würde an die Birnbach um einen weiteren Platz verdrängen. Vielleicht kann der auch noch Erik Lesser da in seiner Zielposition ärgern, wer weiß. Ja, ja, Simon Schemp, der wünscht sich endlich mal wieder ein gutes Einzel. Das ist nicht mehr so der Wettbewerb der Deutschen. Es ist schon lange her, 3. Dezember 2008, letzter deutscher Sieg über 20 Kilometer. Sieger damals übrigens in Östersund Michi Greis vor Alexander Uhs und Emil Hägle-Svensson, die ja theoretisch zumindest heute beide am Start gewesen wären. Pepe Femling, noch so ein 4x0-Schütze. Aber der Schwede in der Spur deutlich zu langsam, wird also nicht vorbeikommen können an die Birnbacher. Aber wir haben ja eigentlich auch Leute, die für den Einzel prädestiniert sind. Erik Lesser ist so einer, auch Daniel Böhm. Das sind Sportler, die genau das beherrschen, dieses Taktieren, dieses Einteilen eines Rennens, auch die Ruhe zu bewahren am Schießstand. Eben nicht auf das zu gucken, was links oder rechts passiert. Natürlich kann man es verstehen, wenn Andi Birnbacher sagt, ich habe da geguckt, wie schnell schießt der Schipulin, kann ich mich an den ranhängen. Aber im Prinzip ist das natürlich ein Fehler. Das weiß er ja auch, deswegen hat er es auch angesprochen. Du musst erst recht im Einzel nur auf dich selbst schauen. Pepe Femling wird 20. Aber auch er im Nuller-Club. Und das sind die ersten Weltcup-Punkte für ihn in dieser Saison überhaupt. Die ersten 40 eines Rennens bekommen Weltcup-Punkte. Der Sieger 60 Punkte, der 40. dann noch einen. Und da er jetzt als 20. im Ziel ist mit 4x0, wird er nun auf jeden Fall seine ersten Weltcup-Punkte gutgeschrieben bekommen. Simon Détieu auf seiner letzten Runde mit 3 Schießfehlern. Und kurz nach ihm dürfte dann auch Arndt Peiffer dort auftauchen. Auch Arndt Peiffer läuft ja bereits seine letzte Runde. Jetzt schaue ich noch mal kurz rein. Arndt Peiffer, wo haben wir ihn nach dem 4. Schießen? Da ist er doch schon einigermaßen zurückgefallen. Finde ihn jetzt gar nicht hier. Da ist er, 25. Da ist er auf dem Schirm, auch als 24. jetzt. Also hat einen Platz gut gemacht in der letzten Runde. Heute Abend gibt es unten in der Innenstadt die Athletenparty. Da kann man dann auch mal ein bisschen 5 gerade sein lassen. Denn morgen ja, wie gesagt, Ruhetag. Die Männer trainieren morgen Nachmittag ab 13.15 Uhr dann nochmal eine ruhige Einheit in der Vorbereitung dann auf das Wochenende, auf den Sprint und die Staffel. Zvetkov mit 4x0. Das ist der Mann, der möglicherweise nochmal Erik Lesser ärgern könnte. Ihm eine Position streitig macht. 4 Sekunden hat er noch. Nee, das schafft er nicht. Also Erik Lesser bleibt 9. Aber Andi Birnbacher, der büßt
vermutlich jetzt noch einen weiteren Platz ein. Rutscht raus aus den Top 10. Auf Position 11 jetzt Andy Birnbacher. Und Zvetkov, der gilt als großes Talent. Der könnte der neue Schipulin werden. Konstant in den Top 25 in seiner ersten durchgängigen Saison bei Jugendweltmeisterschaften und Europameisterschaften. Zvetkov 6-mal Gold, 6-mal Silber, 3-mal Bronze gewonnen, 23 Jahre alt. Also heute sehr starkes Ergebnis von ihm. Und Benedikt Doll. Sehen Sie jetzt unten, Peiffer Schemp. Das ist der Bereich nach dem vierten Schießen, den er sich jetzt bewegt. Wenn er die Null hält und dann eine gute Schlussrunde anbietet. Jawohl. Gut nochmal hinten raus. Labelünd, 27. Johannes Tinius Bø als 6. bester Norweger. Und das ist der letzte Norweger auf der Strecke, Lars Helge Birkeland, der in der vergangenen Woche im IBU Cup in Osrebli 2 Siege feiern konnte. Sprint und Verfolgung und in Otepää davor bei den Europameisterschaften, wo auch so ein bisschen die zweite Reihe zum Einsatz kommt. Da gewann er Silber im Sprint und war 5. im Einzel in dieser Disziplin. Jetzt 2. Fehler für ihn. Aber Birkeland, wie gesagt, das ist einer von denen, die noch hoffen, als Ersatzläufer zu den Weltmeisterschaften mitzugehen. Bei der WM dürfen ja alle Nationen nur maximal 4 Starter einsetzen in den Einzelsprintrennen. Nicht wie hier, wo die besten Nationen mit 6 Startern ins Rennen gehen können. Norwegen heute ja nur mit 5, weil Emil Svensson kurzfristig abgesagt hat, krankheitsbedingt. So, das sind die letzten Meter von Arne Peiffer. Jetzt hier dort oberhalb des Schießstandes, dahinter der Wachs, der Technikbereich. Die Athleten, das ist eigentlich hier ganz gut gelöst für die Athleten jedenfalls. Die haben dort oben ihre Ruhe. Dahinter sind dann auch die Warmlaufstrecken, auch die Teststrecken für die Wachser. Da haben sie einen ungestörten Zugang, müssen nicht durch die Zuschauer. Jetzt also Arne Peiffer nach 6 herausragend guten Ergebnissen zuletzt in den letzten 6 Rennen. Heute also auch für ihn mal ein Ergebnis, was man abhaken muss, wo man sagen muss, das gehört dazu im Weltklasse-Biathlon. Da ist eben immer mal möglich, dass man irgendwo zwischen 20 und 30 landet. In Peiffers Fall aktuell auf Position 24. Also schauen wir mal auf den Gesamtstand. Es gewinnt also Martin Fourcade das Einzelrennen hier auf dem Holmenkollen vor Jewgeni Garanichev und Semenov. Jakob Fack als Laufbester mit 2 Fehlern. 4. Erik Lesser auf Position 9. Bester Deutscher Andy Birnbacher auf 11. Daniel Böhm auf 15. Das sind die beiden weiteren Deutschen in den Top 20.